Tagesordnungspunkt, das ist die Aktuelle Stunde. Und hier ist Einreicher die Fraktion Freie Bürger, Freie Wähler, die zunächst das erste Wort hat. Und wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt habe, wird mir die Fraktionsrunde dann starten mit Fraktion Die Linke. So, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir Freien sind uns einig, wir sind ehrlich, wir haben eine klare Position als Signal an diejenigen, die ein Recht auf Asyl haben, und zwar folgendes: Als politisch Verfolgter ist man hier willkommen. Um den politisch Verfolgten und seine Familie wird gekümmert. Wir sorgen für ihn, wir sorgen für seine Familie, wir sorgen für medizinische Betreuung, wir sorgen für Bildung, wir sorgen für vieles mehr. Wir helfen und wir erwarten, dass derjenige, der unsere Hilfe bekommt, seiner Pflicht zur Mitarbeit in der Gemeinschaft nachkommt. Das ist das, was wir unter Integration verstehen, und das ist das, was wir ernst nehmen. Zur Aktuellen Stunde: Das Thema lautet Integration fördern und fordern. Den Leitspruch fördern und fordern kennen sicherlich ganz viele noch, insbesondere aus der Sozialdemokratie. Aktivieren und fördern und das Fordern, nämlich das Unterstützen, das gehört zusammen. Eigenverantwortung und Erfolgsorientierung sind Dinge, die nicht nur etwas mit Arbeitsmarktpolitik zu tun haben. Die gibt es in der Schule, die gibt es aber eben auch auf dem Feld der Integration. Und dann fragen wir uns, was ist Integration überhaupt? Das Ziel von Integration sollte es sein, dass alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land leben, auch in unsere Gesellschaft einbezogen werden. Integration betrifft uns alle, diejenigen, die Alteingesessene sind und diejenigen, die die Zugewanderten sind. Es geht uns alle an, weil uns alle angeht, was in unserer Gesellschaft gemeinsam passiert. Und Integration findet an unterschiedlichen Orten statt, insbesondere aber in den Quartieren, in den Wohngebieten, in denen die Menschen die meiste Zeit verbringen. Dort entscheidet sich, gibt es ein Miteinander oder gibt es ein Gegeneinander. Wir haben in Dresden ungefähr 5.000 Asylbewerber und wir haben für diese 5.000 Asylbewerber 142 Arbeitsgelegenheiten. Und das ist nämlich eine wesentliche Frage bei der Frage nach der Integration. 142 Arbeitsgelegenheiten, das sind ungefähr 3% aller Leistungsempfänger. Frau Kaufmann hat in der Sächsischen Zeitung gesagt, der allergrößte Teil der Menschen möchte arbeiten, und es ist dringend geboten, die gesetzlichen Möglichkeiten des Asylbewerberleistungsgesetzes in Dresden anzuwenden. Und bei dieser Fragestellung entscheiden wir in Dresden selber. Da sind wir nicht vom Land oder vom Bund abhängig, sondern wir können selber entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und genau aus dem Grund unser Antrag. Und diese Aktualität der Debatte, die ergibt sich nicht nur daraus, dass das Thema jetzt aktuell öfter in der Zeitung steht. Es ergibt sich auch daraus, dass es aktive Landkreise gibt, die das halt aktiv angehen und Arbeitsgelegenheiten schaffen. Und es gibt halt eben auch passive Verwaltung. Die sehen wir ja bei unserer Verwaltungsspitze, die geht mit Bezahlkarte oder Arbeitsgelegenheiten eben eher passiv um. Wir haben es vorhin gehört, Herr Oberbürgermeister, ich bin dankbar für Ihre Worte. Der Oberbürgermeister kann handeln, der Oberbürgermeister sollte handeln, die Mehrheit im Stadtrat hätte er hinter sich, und passiert nichts, Herr Oberbürgermeister, dann liegt das an Ihrer Passivität. Arbeitsfähige Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften können gemeinnützige Arbeit vollziehen. Hausmeistertätigkeiten, Tätigkeiten bei sozialen Trägern, in Kleiderkammern, Reinigung von Parks, alles das ist machbar. Und ich erinnere an die Vorlage Mehrkosten Asyl 2024, Nummer 2577, 81 Millionen Vorlage. Da steht drin, eine große Kostenposition bildet hier auch das in Objekten ohne Möglichkeit zur Selbstversorgung, eigenständiges Kochen, bereitzustellendes Catering etc. Anfällt. Nur, es gibt einen Regelsatz in Höhe von 7,60 Euro, der Mehrkosten werden durch die Landeshauptstadt Dresden kompensiert. Das ist einer der Punkte, wo man ansetzen kann.
Wir haben bei Verpflegung und Catering innerhalb der Vorlage Mehrkosten von 11 Millionen stehen. Wir haben bei der Betreibung von Unterbringungsobjekten Mehrkosten von 22 Millionen stehen. Natürlich können wir jetzt durch das, was wir hier machen können, keine 11 oder keine 22 Millionen einsparen. Aber wir können ein ganz wichtiges Zeichen setzen, und zwar das Zeichen setzen, dass die Bewohner in den Gemeinschaftsunterkünften mit anpacken können, dass nie alles externe Dienstleister machen müssen. Und wir können das Zeichen setzen, die Bewohner in den Unterkünften bekommen Angebote und können sich vor Ort in ihrer Gemeinschaft engagieren. Und auch das ist etwas, was mit Integration zu tun hat. Die sitzen nicht Tage oder Stunden lang rum und warten und kommen vielleicht auf dumme Ideen. Da kann man sich drüber wundern, aber sowas kann halt passieren, sondern die bekommen eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Und solange die Container als große Unterkünfte noch stehen, sollten wir diese Gelegenheit nutzen. Denn wir werden die Gesellschaft nicht schnell ändern. Wir werden die soziale Mischung in bestimmten Brennpunkten, gerade in Prohlitz und Gorbitz, nicht schnell ändern. Aber wir haben eine Gesellschaft bei uns, bei der wirtschaftliche Leistung eine ganz wichtige Voraussetzung von Teilhabe ist. So ist unsere Gesellschaft angelegt. Und wir glauben, dass gerade Arbeitsgelegenheiten in den Einrichtungen und im Umfeld der Einrichtungen dafür sorgen können, dass einerseits die exorbitant hohen Unterbringungskosten zumindest ein Stück gesenkt werden und dass andererseits durch eben die Arbeit vor Ort etwas für die Integration getan werden kann, weil man vor Ort sieht, dass derjenige, der in der Unterkunft ist, sich vor Ort engagiert. Und genauso wegen diesem sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit Steuergeldern setzen wir das Thema auf die Tagesordnung, denn das Thema sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit Steuergeldern und Integration ist immer aktuell. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Frau Barkow, bitte schön, Fraktion Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst mit einem Fehler aufräumen, den Sie hier gerade vorgetragen haben, nämlich Arbeitsgelegenheiten dürfen keine reguläre Arbeit verdrängen. Das heißt, das, was Sie hier aufgelistet haben, das geht in der Form so nämlich alles nicht. Das ist so einfach nicht korrekt. Aber das Instrument der Arbeitsgelegenheiten, das hat hierzulande eine sehr lange Tradition. Es gibt es nämlich schon seit 1920. Schon da existierten erste gemeinnützige zusätzliche Arbeiten im deutschen Sozialrecht. Seit den 60er Jahren wird der Begriff Arbeitsgelegenheiten dann im Bundessozialhilfegesetz der BRD verwendet. In der mittlerweile 100-jährigen Geschichte der Arbeitsgelegenheiten gab es immer mal wieder den Wechsel zwischen Pflicht oder Freiwilligkeit, einer Pflicht eben solche Tätigkeiten auszuüben, bei der Androhung von Nachteilen, zum Beispiel Leistungskürzungen, oder eben auch eine Freiwilligkeit. Das Prinzip war im Wesentlichen immer das Gleiche, nur die Zielgruppe, die variierte. Besonders prominent wurden die Arbeitsgelegenheiten mit der Einführung von Hartz IV, hier dann besser bekannt als 1-Euro-Jobs. Menschen in Bezug von Arbeitslosengeld II konnten von nun an zur Aufnahme von Arbeitsgelegenheiten verpflichtet werden. 2016 wurde auch im Asylbewerberleistungsgesetz die Möglichkeit eingeräumt, Asylsuchende zu genau solchen Tätigkeiten zu verpflichten. Genau wie bei den 1-Euro-Jobs im Hartz IV auch, wurde für die Asylarbeitsgelegenheiten eben auch eine Androhung von Leistungskürzungen formuliert. Und gerade bei Rechten und auch Konservativen in Teilen hat es immer mal wieder Konjunktur, Schwache zu gängeln, Vorurteilen gegenüber Armen oder Arbeitslosen oder Asylsuchenden zu folgen. Ganz nach dem Vorurteil, die wären faul, die wollen nicht arbeiten oder die bemühen sich zu wenig. Und dann kommt immer schnell der Ruf, gerade eben auch von Rechten, Arbeitsverpflichtungen einzuführen. Forderungen aber, dass endlich der restriktive Zugang zum normalen Arbeitsmarkt für Asylsuchende gelockert werden sollen, damit diese eben eine normale sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit aufnehmen kann, die hört man hingegen kaum. Denn am Willen zum Arbeiten, da teile ich das Zitat, was Sie vorgetragen von Frau Dr. Kaufmann, mangelt es bei der großen Mehrheit von Asylsuchenden nicht. Sie dürfen schlicht nicht, beziehungsweise die Hürden sind einfach extrem
hoch. In Ihrem Antrag von den Freien Wählern geht es aber im Kern weder um Arbeit noch um die Integration. Es geht um die Verpflichtung. Die Frage ist, was bringt es neben vielleicht einer hämischen Genugtuung? Die 1-Euro-Jobs zum Beispiel haben überhaupt keinen Effekt auf eine bessere Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen gezeigt. Der Sprung von diesen Arbeitsgelegenheiten in den ersten Arbeitsmarkt ist so gut wie nie erfolgt. Da aber das Instrument Arbeitsgelegenheiten nun schon so lange besteht, wurden reichlich Erfahrungen gesammelt und auch zahlreiche fundierte Studien, zum Beispiel von Sozialverbänden, zur Wirksamkeit angefertigt. Und ich denke, diese Erkenntnisse muss man doch nutzen, um Rückschlüsse daraus für die praktische Arbeit zu ziehen. Und eine Erkenntnis ist, Arbeitsgelegenheiten können zur Integration beitragen, sei es jetzt für Menschen im Sozialhilfebezug oder im Bezug von Asylsuchenden, von Asylleistungen. Sie können zum Beispiel den sehr eintönigen Alltag in einer Asylunterkunft strukturieren. Sie können den Spracherwerb fördern oder auch dazu beitragen, Kontakte zu knüpfen. Das alles wären ja durchaus positive Effekte. Aber, und genau das zeigen die Studien, diese positiven Effekte treten nur dann ein, wenn die Tätigkeit einen einigermaßen hohen Stundenumfang hat und eben nicht nur für 1-2 Stündchen in der Woche, wenn die Vorkenntnisse der Person berücksichtigt werden und wenn sie freiwillig aufgenommen wird. Und wenn das alles zutrifft, dann können Arbeitsgelegenheiten durchaus sinnvoll sein. Wenn aber der Zwang zum Selbstzweck wird, nämlich, so wie Sie es hier in Ihrem Antrag auch fordern, Asylsuchende zu Arbeitsgelegenheiten verpflichtet werden sollen, ganz egal, um welche Tätigkeit es sich handelt, ganz egal, wie oft und wie lange die Tätigkeit ausgeübt werden kann und wenn die Tätigkeit nichts mit dem zu tun hat, was die Person je früher gemacht hat oder auch anstrebt, beruflich mal zu tun, dann bringt es in Sachen Integration nämlich überhaupt nichts. Unsere Haltung als Linke ist hier ganz klar. Natürlich sollen Asylsuchende hier arbeiten können, und zwar möglichst schnell auf dem ganz normalen Arbeitsmarkt. Denn hier liegt das eigentliche Problem. Es bestehen zahlreiche Verbote und Einschränkungen, die Asylsuchende daran hindern, eine normale Arbeit aufzunehmen. Und diese Einschränkungen müssten endlich gelockert werden. Eine Pflicht zu Arbeitsgelegenheiten hilft dabei aber nicht weiter. So, es geht weiter in der Fraktionsrunde. SPD-Fraktion, Herr Triefs. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Freien Wähler werfen in ihrer aktuellen Stunde die Frage auf, wie es gelingen kann, dass Geflüchtete in Deutschland und in Dresden mehr arbeiten gehen und mehr ja auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Das ist eine Frage, die muss man ohne Frage diskutieren. Ob wir das wirklich im Dresdner Stadtrat tun müssen, bezweifle ich es ein bisschen. Es ist aus meiner Sicht mehr ein Thema, was auf Landes- und Bundesebene diskutiert gehört und auch diskutiert wird. Aber wie so oft bei den Freien Wählern kommen Sie bei einer vielleicht berechtigten Frage zur sicher falschen Schlussfolgerung und meiner Meinung nach an dieser Stelle zum dümmstmöglichen Vorschlag, wie man es verändern kann. Und ich glaube, bei diesem Thema liegt das an zwei Gründen. Das eine ist, ganz offensichtlich haben die Freien Wähler nicht den Unterschied verstanden zwischen Arbeitsgelegenheiten und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. Und das andere ist, da hat Frau Barkow auch schon darauf hingewiesen, das Ziel scheint augensichtlich zu sein, geflüchtete und zugewanderte Menschen nach Möglichkeit zu gängeln, zu diskriminieren, zu drangsalieren, immer in der Hoffnung, dass ein paar von denen wieder in ihr Heimatland zurückkehren und nicht mehr in Deutschland sind. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, denn niemand verlässt seine Heimat ohne Not, auch nicht die Menschen, die hier in Dresden angekommen sind. Wenn man sich der Frage nähern will, warum der Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete so schwer ist, dann galt ganz lange Zeit eine sehr einfache Antwort, nämlich sie durften nicht arbeiten. Das war ganz lange Zeit so. Es gab sehr restriktive Verteilung von Arbeitserlaubnissen. Geduldete hatten gar ein gänzliches Arbeitsverbot. Und es gab natürlich auch lange Zeit die Vorrangprüfung, ob
für den Job, wo sich ein geflüchteter Mensch drauf beworben hat, nicht deutsche oder EU-Bürger auch zur Verfügung stünden, um den zu machen. Und wenn das der Fall war, dann durfte eben der Geflüchtete diesen Job nicht annehmen. Das waren insbesondere 16 Jahre lang CDU-Bundeskanzlerinnen und CDU-Innenminister bzw. CSU-Innenminister, die dafür gesorgt haben, dass es diese Erschwernisse auf dem Weg in den Arbeitsmarkt gibt. Mit der Ampelkoalition und mit dem Beginn der Arbeit der Ampelkoalition hat sich das an sehr vielen Stellen geändert. Ich möchte da auch ein paar sehr konkrete Beispiele bringen. Im Bundestag wurde beschlossen, das Chancenaufenthaltsrecht, dass es Geduldeten endlich ermöglicht, eine Ausbildung oder einen Job aufzunehmen und damit aus dieser Dauerduldungsschleife rauskommen. Es wurde ganz, ganz frisch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, was den Spurwechsel ermöglicht, raus aus dem Asylverfahren, rein in die Arbeitsmarktzuwanderung. Es wurde ein Jobturbo auf den Weg gebracht, mit dem unter anderem die Frist von Arbeitsverboten nach Ankunft in Deutschland von 9 auf 6 Monate abgesenkt wurde und auch Bestandteil dieses Jobturbo, dass das BAMF endlich auch Berufssprachkurse mit Blick auf einzelne Berufssparten, Berufsbranchen anbietet, um eben das Sprachkursangebot zu erweitern. Das alles sind Maßnahmen aus den letzten 3 Jahren Ampelregierung, die endlich da einen Kurswechsel eingeschlagen haben und es endlich viel mehr Geflüchteten und Zugewanderten möglich machen, in den Arbeitsmarkt zu kommen, Beschäftigung und Ausbildung aufzunehmen. Jetzt könnte man sagen, ist alles gut oder fragen, ist alles gut? Nee, natürlich nicht, weil ganz viele Maßnahmen von dem, was auf Bundesebene möglich gemacht wurde, müssen in Sachsen auch noch umgesetzt werden und das passiert im Moment sehr, sehr mangelhaft. Auch da ein paar wenige Beispiele. Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes 2020 wurde die Teilzeitausbildung gestärkt. Und zwar wurde dort eine Kategorie eingeführt, dass es eine Teilzeitausbildung für Geflüchtete geben kann, um parallel zur Ausbildung die Sprache zu erlernen und den Spracherwerb zu organisieren. Es gibt in Sachsen nicht eine Teilzeitausbildung zum Spracherwerb, weil das sächsische Kultusministerium sich nicht in der Lage sieht, Lehrpläne und berufliche Ausbildung so zu organisieren, dass eine Berufsausbildung in Teilzeit auch tatsächlich möglich ist. Es liegt auch daran, dass wir Abschlüsse, sowohl berufliche als auch akademische, die die zugewanderten Menschen mit nach Deutschland bringen, nur sehr schleppend und in sehr bürokratischen Verfahren anerkennen und es dementsprechend weniger Möglichkeiten für die zugewanderten Menschen gibt, hier tatsächlich auf den Arbeitsmarkt zu kommen und adäquat ihr dessen, was sie mal gelernt haben in ihrem Heimatland, dann tatsächlich auch arbeiten zu gehen. Auch hier müssten wir in Sachsen aufsatteln und deutlich besser, deutlich schneller werden, dann würden auch mehr geflüchtete Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen und könnten eine Beschäftigung aufnehmen. Nicht hilfreich ist in dem Kontext auch die Forderung unseres Ministerpräsidenten, unbegleitete Minderjährige jetzt mal direkt in die Produktion zu schicken. Das fördert nur das Lohndumping, weil sie eben dort arbeiten gehen und maximal normalerweise dann zum Mindestlohn arbeiten gehen und eben keine Möglichkeit haben, eine geregelte Berufsausbildung zu haben, einen geregelten Facharbeiterabschluss zu machen und dann eben auch für normale Bezahlung als Facharbeiter tatsächlich arbeiten zu gehen. Ich glaube, der Ministerpräsident sollte sich hier um die eigentlichen Themen kümmern, die wir in Sachsen mit Blick auf Fachkräftemangel und Zuwanderung haben. Insgesamt halte ich von dem Vorschlag der Freien Wähler überhaupt nichts, jetzt die Arbeitsgelegenheiten auszubauen. Wir sollten den Menschen lieber die Zeit, oder die Menschen sollten die Zeit lieber nutzen zum Spracherwerb, zur Qualifikation, um eine Ausbildung abzuschließen und dann tatsächlich Facharbeiter oder Facharbeiterin zu sein. Dann klappt es auch eher mit dem Fachkräftemangel und das wäre der richtige Weg und nicht AGHs. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Maroni. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, fördern und fordern, diese Formulierung, die ist altbekannt. Wir hören sie in zahlreichen Sonntagsreden. Und die Diskussionen, die dann meistens entstehen und auch das, was wir teilweise gehört haben, ist, dass immer noch unterschieden wird zwischen Menschen, die aufgrund ihres Status deutscher Staatsbürger, ausländische Fachkraft, Kriegsflüchtlinge oder Asylbewerber irgendwie hier arbeiten dürfen oder nicht arbeiten dürfen oder so halb arbeiten dürfen. Und ganz wichtig ist es ja immer, die Menschen so schnell wie möglich im Sozialsystem zu erfassen. Und das ist eine Statusbeschreibung, die auf allen politischen Ebenen dringend neu gedacht werden muss. In Berlin hat es teilweise schon stattgefunden, Herr Drews hat das gerade
erläutert. In Sachsen hängen wir da noch ein bisschen hinterher. Es muss doch das Credo sein, dass jeder Mensch, der hier bei uns lebt, der hier bei uns leben möchte, mit anpackt, und zwar vorzugsweise auf dem ersten Arbeitsmarkt. Da braucht man auch nicht zwingend Sprachkurse von Anfang an. Glauben Sie mir, die 50 Venezolaner, die bei uns in der Firma tätig sind, die machen ihren Sprachkurs neben der Arbeit, und das Miteinanderarbeiten, das Miteinanderarbeit leben und erleben ist die beste Form der Integration für die, die hierher kommen, und die beste Form der Akzeptanzsteigerung für die, die schon hier sind. Und es muss unser Ziel sein, ausländische Mitbürger vom ersten Tag an zum Anpacken zu bewegen. Und allen Menschen, die hier mit uns leben wollen, müssen wir klar machen, das geht eben nur mit dem Credo und dem Willen raus aus dem Sozialsystem und rein ins Leistungssystem. Und ich habe es schon oft gesagt und ich wiederhole es gerne noch passend zu der Aktuellen Stunde hier nochmal, der Arbeitsmarkt und die Fitness unserer Wirtschaft ist eng verbunden mit der Menge an produzierenden und gestaltenden Händen, aber auch an konsumierenden. Wir brauchen geregelte Einwanderung, um unseren Wohlstand zu halten. Und für Asyl und Flucht gilt, dass jeder, und ich sage jeder Mensch, der herkommt, auch für Staat und Gesellschaft mitarbeitet und anpackt. Und wenn es nach mir geht, vom ersten Tag an, an dem deutscher Boden betreten wird. Menschen, die in unserer Stadt Leistungen nach Asylbewerbergesetz erhalten, müssen genauso ein leistender Teil der Stadtgesellschaft werden wie andere auch. Und ja, die Idee, als Kommune Menschen im Rahmen der Gesetzesregelung zum Anpacken zu verpflichten, kann man machen dort, wo es Sinn macht, aber es sollte nur eine Momentaufnahme sein. Es wird auch nicht grundlegend das Problem lösen. Denn wir wissen ja, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auch schon mal Wahrheiten kaschieren. Ziel muss immer der erste Arbeitsmarkt sein. Es gibt genug zu tun in Dresden, in Sachsen und in ganz Deutschland, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, Wachstum generieren und die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wollen. Wenn wir das alles wollen, müssen die Menschen von vornherein anpacken, alle, die hier leben. Und da muss man auch mal auf allen politischen Ebenen darüber nachdenken, vielleicht fordern vor fördern zu stellen. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Frau Walter. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Wahrscheinlich können wir uns die ganze Diskussion hier sparen, weil Herr Hilbert sicherlich auch das eine der vielen Aufgaben ist, die Sie in Ihrer eigenen Verantwortung liegen haben. Aber sei es drum, ich möchte meine Zeit nutzen, einfach mal auf ein paar Grundlagen einzugehen. Integration, was ist das eigentlich? Die Freien Wähler haben in ihrem Antrag ihre Auffassung dargelegt, dass Menschen, die zu uns einwandern, sich um Asyl bewerben, Gelegenheit bekommen, über die Ausübung von Arbeitstätigkeit Teil unserer Stadtgesellschaft zu werden. Auf der Webseite des Bundesministeriums des Innern und für Heimat finden Sie dazu folgende Aussage. Ziel von Integration ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land leben, mit all den dazugehörigen Rechten und Pflichten in die Gesellschaft einzubeziehen. Das macht schon mal deutlich, dass sich die Förderung insbesondere auf die Menschen auszurichten hat, die nicht illegal zu uns eingereist sind und auch eine Bleibeperspektive haben. Auf der linken Seite des Saals gibt es dagegen nicht wenige, die im Thema Integration vor allem interessante Möglichkeiten sehen, Steuergeld der Bürger in die Tasche ihrer hauseigenen Vereine und Initiativen zu stecken und wo man unter Integrationsberatung zuallererst einmal die Information dazu versteht, welche sozialen Leistungen wie und wo zu beantragen sind. Was verstehe ich persönlich unter gelingender Integration? Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die mir vor vielen Jahren ein kroatischer Bienenzüchter erzählte. Lange Zeit seines Lebens hat er als Deutschlehrer gearbeitet und sich kulturell viel Wissen angeeignet. Ich gehe mal davon aus, der Großteil von Ihnen kennt die mehrstöckigen Bienenwagen mit verschiedenen Kammern für mehrere Völker. Um nun beispielsweise Bienen in einen anderen Stock zu integrieren, entfernt der Bienenzüchter, das ist eigentlich für die Umweltbewussten unter Ihnen sicherlich ein altbekanntes Thema, weil Sie kommen ja aus der Neustadt auch oft raus, um die Bienen in einen anderen Stock zu integrieren, entfernt der Bienenzüchter nicht etwa die ganze Wand, macht sozusagen die Grenzen auf und sagt, wir schaffen das,
Nein, er legt ein grobes Pergament, eine starke Schleuse sozusagen, zwischen die Kammern. Dadurch lernen die Bienen, sich zwar schon mal gegenseitig wahrzunehmen, müssen sich aber auch sehr anstrengen. Und mit der Zeit schafft es eine Biene, dann zwei oder drei, sich durch das Pergament durchzuarbeiten. Am Ende dieser Tätigkeit integrieren sich so die Bienen durch ihre Mitarbeit in das neue Volk. Eben, na, anders verstehen Sie es ja nicht, ich muss ja mit Bienen und Blumen kommen. Nun werden natürlich trotzdem einige auf die Idee kommen, klasse, ich bin ja aber kein Bienenzüchter, sondern ein Freund aller Bienen weltweit und von daher ist es doch am besten, auf die Schleuse ganz zu verzichten. Aber so wie die ungebremste Massenmigration seit 2015 zu massiven Problemen in unserer Gesellschaft geführt hat, so wenig würde ein solch verantwortungsloser Schritt auch beim Bienenvolk nicht funktionieren und zu erheblichen Schäden führen. Was lässt sich daraus lernen? Integration kann nur gelingen, wenn sie maßvoll und selbstverständlich nach dem Prinzip des Förderns und Forderns erfolgt. Arbeit und Leistung sind der wesentliche Faktor für Erfolg. Eine Überforderung, wie sie jedoch derzeit bei all unseren Kommunen gegeben ist, wird eher Gegenteiliges erreichen. Wollen wir erfolgreich sein, so müssen wir in unserem Land die illegale Einwanderung konsequent unterbinden, nicht Bleibeberechtigte konsequent abschieben und diejenigen, welche Teil unserer Gesellschaft werden wollen und unsere Werte anerkennen, fördern und fordern. Dazu gehört das Erlernen der deutschen Sprache und die Teilhabe durch Arbeit. Da stimmen wir den Freien Wählern vollumfänglich zu. Was den vielen Menschen, immerhin mehr als 2,5 Millionen, die nach der Wende im Osten von Arbeitslosigkeit bedroht und betroffen waren, zugemutet werden konnte, nämlich für ihr Übergangsgeld zu arbeiten in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, können wir erst recht den vielen jungen Menschen zumuten, die bei uns ihr Glück suchen. Und schon damals, liebe Frau Barko, wurden diese Maßnahmen daraufhin geprüft, ob sie im Wettbewerb zu unternehmerischer Tätigkeit standen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeicher. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zahlreich auf der Tribüne. Ja, Frau Walter, zunächst einmal, was Sie hier gerade gesagt haben im Namen der AfD, ist erwartbar schräg gewesen. Ich weiß nicht, ob es ein Vortrag zur Bienenumvolkung in Ihrem Sinne sein sollte. In jedem Falle hat es mit dem Thema Integration in der Form nichts zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil. Es war wieder mal der Versuch, hier aus einem Thema, was eigentlich ein Zusammenkommen und ein Miteinander meint, Menschen auszugrenzen, Menschen ins Abseits zu stellen und auch Menschen wieder zu diffamieren. Ich möchte aber zur Aktuellen Stunde mal ganz allgemein einsteigen, denn der Titel der Freien Wähler klingt ja zunächst einmal konstruktiv und Teile der Rede waren es auch meiner Meinung nach. Wir haben als Stadt durchaus viele Möglichkeiten, Integration zu gestalten und es ist sogar unsere Aufgabe als Kommune, ganz maßgeblich Integration zu gestalten. Und damit sind eben nicht nur Geflüchtete gemeint, die hierher kommen, die hier Schutz suchen und die auch hier ankommen sollen, sondern mit Integration sind alle zugewanderten Menschen in einer Stadt wie Dresden gemeint. Das meint auch EU-Bürgerinnen und Bürger. Das meint genauso international Studierende, Fachkräfte. Das meint auch geduldete Menschen, die hier kein Asylrecht bekommen, aber nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können. Das meint aber auch Familien mit Migrationsgeschichte, wo vielleicht die Eltern hierher gekommen sind und wo Kinder in der zweiten, dritten Generation schon hier leben und auch Teil ihrer Kultur in diese Stadtgesellschaft mit einbringen wollen. Das Ziel von Integration, die Frage wurde ja hier schon oft aufgeworfen, ist durchaus Teilhabe von allen Menschen, die hier sind. Es ist nicht Anpassung, es sind nicht bloße Vorschriften, sondern es ist die Möglichkeit, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und wir investieren als Stadt zu Recht eine Menge in Integration. Wir haben Begegnungsangebote, wir haben Angebote für interkulturellen Austausch, jetzt ganz neu auch die Villa der Kulturen am Kraftwerk Mitte
Wir versuchen von Anfang an, allen Menschen, die hierher kommen, einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, zu Sprachförderung, in Sportvereine, aber auch zu sozialen Angeboten, dort, wo sie Unterstützung brauchen. Und ich möchte es auch noch mal so deutlich sagen, das Ziel von Integration sollte nicht nur sein, den Menschen, die hierher kommen, zu helfen, dabei anzukommen. Nein, es ist auch eine Empfehlung der Stadt Dresden, wenn sie Integration gut gestaltet, dass Menschen, die bereits hier sind, auch hier bleiben wollen. Dass wir wie eine Art gute Visitenkarte den Menschen ein Angebot machen, sich in dieser Stadt einzubringen. Ich finde das, was die Freien Wähler hier gesagt haben, deutlich zu kurz gegriffen. Nicht, weil es um das Thema Arbeit geht, sondern weil es ihnen ausschließlich um das Thema Arbeitsgelegenheiten geht. Und das sage ich ganz klar, wir Grüne wollen, dass Menschen, die hierher kommen, zügig auch arbeiten können, aber dass vor allem, das haben einige schon gesagt, die qualifizierte Arbeit im Mittelpunkt steht. Wir wollen Menschen nicht nur beschäftigen hier, wir wollen, dass sie so gefördert werden, dass sie frühestmöglich ein eigenständiges Leben mit einem eigenen, mit einer eigenen Einkunft dann auch bestreiten können. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die auch maßgeblich von Herrn Pratzka, unserem Wirtschaftsbürgermeister, vorangetrieben werden muss. Dass viele der Bundesgesetze, die ja schon aufgezählt wurden, dann auch in Dresden in der Ausländerbehörde so auch ernst genommen werden, die aber auch in der Wirtschaftsförderung ernst genommen werden, die Stichwort Jobturbo auch im Jobcenter ankommen. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel auch nennen. Vor kurzem hat der Oberbürgermeister die Ehrenmünze der Stadt vergeben. Die wird verliehen an Menschen, die sich sehr engagieren. Yalda Karimi, eine afghanische Frau, war eine dieser Personen, die die Ehrenmünze bekommen hat für ihr Engagement hier, vor allem im kulturellen Austausch. Und sie hat erzählt, dass sie ausgebildete Lehrerin ist, aus Afghanistan, seit Jahren hier ist und immer noch nicht in ihrem Beruf arbeiten kann. Wir haben die Woche vom Ausländerrat gehört, dass in ganz Sachsen 1.000 Lehrerinnen auf ihre Berufsanerkennung warten. Und das in Zeiten, wo wir einen massiven Lehrermangel haben. Und das bringt mich zum Schluss zu der Erkenntnis, wir haben weit größere Baustellen als die der Arbeitsgelegenheiten, wenn wir über Integration reden und auch, wenn wir über Integration in den Arbeitsmarkt reden. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Lehmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe zahlreiche Gäste auf der Empore. In den letzten 2 bis 3 Jahren haben wir nach 2015 einen erneuten signifikanten Anstieg an Asylanträgen zu verzeichnen. Diese Zunahme der Zuwanderung hat unsere Kommunen an ihre Grenzen gebracht. Und die spätestens, als wir im letzten Jahr angefangen haben, hier auch in Dresden Wohncontainer zu errichten, muss doch jedem klar geworden sein, dass genau an dieser Stelle dass wir genau an dieser Stelle an der Belastungsgrenze angekommen sind. Im Oktober des letzten Jahres begann Sachsen mit Grenzkontrollen. Und wie sich herausgestellt hat, ist das durchaus ein wirksames Mittel gegen illegale Migration. Seitdem verzeichnen wir schrittweise sinkende Zahlen. Und das ist ein Punkt, die sinkenden Zahlen und das Verlassen ein Stück weit der Belastungsgrenze. Denn Betreuung und Integration kann nur gelingen, wenn wir die Systeme nicht schon an oder über der Belastungsgrenze fahren. Unser Ziel sollte es sein, Asylberechtigte so schnell wie möglich zu integrieren. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, innerhalb von wenigen Tagen ein Angebot zum einen Integrations- und Sprachkurs zu unterbreiten und das auch in wenigen Tagen zur Verfügung zu stellen. Denn das Erlernen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel für den weiteren Integrationsprozess. Für die Kurse müssen entsprechende Kapazitäten und Maßnahmen vorgehalten werden. Und aus unserer Sicht spricht doch nichts dagegen, die Zeit zu überbrücken durch Online-Angebote, bis dann letztendlich ein Klassenraumkurs stattfinden kann. Und je nach Lernfortschritt muss es doch möglich sein, parallel und nicht erst nach Abschluss des Integrationskurses in die Arbeitsvermittlung zu gehen. Denn eine schnelle Aufnahme
von Arbeit gibt den Menschen, die hier angekommen sind, einen geordneten Tagesablauf, schafft soziale Kontakte zu knüpfen und beschleunigt die Integration. Es braucht Arbeitsgelegenheiten in unterschiedlichen Bereichen, das haben wir schon festgestellt, um dem Ziel nachzukommen. Denn wir müssen die Arbeitsgelegenheiten erst schaffen, um die später bereitzustellen. Und es bedarf, um die Arbeitsgelegenheit auch zu schaffen, die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure, zum Beispiel dem Sozialamt, dem Jobcenter, der Ausländerbehörde, aber auch städtischen Einrichtungen und gemeinnützigen Vereinen. Wir wollen aber auch, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass entsprechende Sanktionen gegenüber denen ausgesprochen werden, die arbeiten können, den bereitgestellten und angebotenen Arbeitsgelegenheiten aber nicht annehmen. Die Regelungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz gegeben und sie müssen stringent angewendet werden. Und, das ist auch wichtig, es kann nur ein Zwischenschritt sein. Kollege Maloney hat es schon ausgeführt, denn das Ziel der ganzen Maßnahmen muss darauf abzielen, die Menschen möglichst in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber dann sind wir schnell bei der Fragestellung Anerkennung von Berufsabschlüssen, Möglichkeiten von Aus- und Weiterbildungen. All das muss angegangen werden. Ja, fördern und fordern. Das bedeutet Unterstützung geben, aber auch die Bereitschaft zum Mitwirken einfordern. Als Kommune entsprechende Angebote für die Integration vorhalten, aber auch Sanktionsmöglichkeiten für nicht bereitwillige ausschöpfen. Und der richtige Weg hin zur Integration besteht aus der Bereitschaft zum Lernen, zum Einbringen in unserer Gesellschaft und zum selbstverdienten Lebensunterhalt. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde durch und zum Abschluss mit der Aktuellen Stunde bitte nochmal für die Verwaltung Frau Dr. Kaufmann einige Aussagen. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates. Ich denke, es ist herausgekommen, auch wenn die Interpretation unterschiedlich ist, dass die Integration und Begleitung von Schutzsuchenden und asylsuchenden Menschen eine zentrale Herausforderung auf der einen Seite darstellt, die meist in Quantitäten von Menschen beschrieben wird, die wir begleiten und unterbringen müssen, auf der anderen Seite aber eine Chance für die Allgemeinheit und für die Stadt, für unsere Stadtgesellschaft darstellt. Menschen kommen nicht, wenn sie von Flucht und Vertreibung gekennzeichnet sind, zuallererst mit dem Motiv, ich möchte arbeiten auf den deutschen, auf den Dresdner Arbeitsmarkt. Hierzu gibt es ganz, ganz viele neue Gesetze. Sie suchen Schutz, sie suchen Sicherheit, sie sind Asylsuchende. Und gleichsam, denke ich, sind wir uns einig, fordern und fördern an dieser Stelle gehört zusammen. Und ja, hier haben wir große Schritte auch als Gesellschaft getan, weil wir haben Gesetze geschaffen, die es Menschen ermöglichen, bei uns weitaus schneller auf den Arbeitsmarkt integrieren zu können, als es viele Jahre, ich möchte sogar schon sagen Jahrzehnte, ihnen überhaupt möglich war. Wir haben sie schlichtweg vom Arbeiten ausgeschlossen. Und diese neuen Gesetze, egal ob jetzt das Chancenaufenthaltsgesetz, das Fachkräftezuwanderungsgesetz oder auch der Jobturbo, zahlen genau da ein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Arbeitsgelegenheiten sind ein anderes Instrument. Die Arbeitsgelegenheiten dienen dazu, und hier haben wir uns auch sehr deutlich im Fachplan Asyl geäußert, den wir 2019 auch mit Ihnen erarbeitet haben, dass es uns gelingt, die ersten Schritte der Integration zu gehen und hier auch sehr bewusst auch tagesstrukturierende Maßnahmen zu ermöglichen. Ich zitiere mal das alte Gesetz, § 5, heute schon immer erwähnt, Asylbewerberleistungsgesetz, Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen, bei gemeinnützigen Trägern sollen zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde. Zusätzliche Arbeit gilt es zu finden. Diese muss mit 80 Cent die Stunde, maximal 25 Stunden die Woche vergütet werden. Ansonsten wären die Bürgerinnen und Bürger sozialversicherungspflichtig.
Und wir haben ein neues Gesetz, das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Ab diesem Zeitpunkt, seit einigen Tagen, können diese Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten auch als Arbeitsergebnis der Allgemeinheit förderlich sein. Das bedeutet, wir sind hier in einem sehr, sehr engen Rahmen, werte Damen und Herren. Und wenn Herr Nitsche eingeführt hat, dass wir über 5.000 Asylsuchende aktuell begleiten, dann sage ich Ihnen, nein, ganz so viel sind es nicht. Es sind über 3.300 Personen, die wir begleiten, davon roundabout 800 Kinder und Jugendliche, die wir nicht heranziehen, sehr, sehr viele, die im Sprach- und Integrationskurs aktuell schon versuchen, sich gut auch sprachlich und dann weiter fachlich zu integrieren. Wir haben 470 Personen, die im Asylverfahren als Geduldete mithilfe auch der neuen Gesetzgebung schon im Arbeitsmarkt tätig sind. Das bedeutet also, dass diese Nische, die wir mit den Asylbewerber-Arbeitsgelegenheiten bedienen, wie gesagt, sehr, sehr schmal ist. Und wenn ich Ihnen sage, ich freue mich, Sie haben mich ja zitiert, immer wieder in Ihrer Begründung, dass wir als Stadt Dresden die Gemeinde in Sachsen sind, die die meisten Asylbewerber-AGHs anbietet, kann ich Ihnen sagen, wir wollen uns hier auch weiterentwickeln. Wir wollen, wie jetzt schon, im Bereich Suppenküchen, im Bereich Fahrradwerkstätten, im Bereich Garten- und Landschaftsbau, in handwerklichen Bereichen, im Recyclingbereich, wo wir jetzt schon tätig sind, auch neue Wege gehen, um uns zu fragen, wo können wir noch zielgenauer Menschen, die noch nicht im Sprachkurs sind, die noch keiner Arbeit nachgehen können, hier den Weg genau in diese Systeme ermöglichen. Insofern, werte Damen und Herren, die Stadt hat das Instrument der Arbeitsgelegenheiten auch für Asylbewerber schon immer nicht als Restriktion, sondern als Instrument der Integration begriffen. Und werte Damen und Herren, wir zahlen da jedes Jahr 1 Million Euro in diesem Bereich. Auch das sei an dieser Stelle gesagt, weil die 80 Cent pro Stunde, die ein Mensch für seine Arbeit erhält, ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit sind die Träger, sind die Begleiter, sind die Anleiter, die natürlich auch in diesen Maßnahmen einzahlen. Also insofern, wer A sagt, möge bitte auch B sagen, soll alle Perspektiven hier gut abschätzen und sich dann für den richtigen Weg entscheiden. Wir sind auf Integration angewiesen, das sind die Arbeits- und Fachkräfte, und wir werden unseren wichtigen Auftrag, Schutzsuchende und Asylsuchende bestmöglich zu begleiten, in dieser Stadt wahrnehmen. Schauen Sie noch mal in den Fachplan Asyl. Die Asylgelegenheiten und nicht die Asylgelegenheiten, sondern die Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber sind ein zentrales Instrument der Integration auf dem Weg in den Dresdner Arbeitsmarkt, temporär oder auf Zeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kaufmann, für nochmal die fachlichen Ausführungen aus Sicht der Verwaltung. So, damit haben wir die Aktuelle Stunde beendet, kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist Nummer 7, Bestimmung der Ausschussgröße gemäß § 10.